Servus, mein Name ist Tobias Malitz. Ich bin der Produktmanager für die Rucksäcke bei Orthovox. Darf ich vorstellen? Das ist der neue Revin 28. Er ist in unserer Freeride-Kategorie und eine Neuentwicklung für alle, bei denen anspruchsvolle Abfahrten auf der To-Do-Liste stehen. Leichtigkeit, höchste Funktionalität, schnelles Handling auf der einen Seite werden im Revin mit einem coolen Look und sehr guter Abfahrtsperformance vereint. Es gibt ihn auch in einer größeren 34 Liter Version und den dazugehörigen S-Versionen mit 26 und 32 Liter. Insgesamt gibt es die Revin Rucksäcke in vier verschiedenen Farbwegen. Das Gewicht liegt je nach Größe zwischen 800 und 980 Gramm und bietet dadurch eine ausgewogene Balance zwischen Leichtigkeit und Abfahrtsspaß. Die Features sind genau auf die Bedürfnisse technisch versierter Freerider abgestimmt. Neben dem Hauptfach hat der Rucksack ein Deckelfach, ein Kartenfach mit einem Schlüsselhaken und ein kleines elastisches Fach am Schulterträger für eine Sonnenbrille oder einen Energieriegel. Ein extra Sicherheitsfach für die Lawinenausrüstung ist natürlich auch vorhanden. Darin ist unter anderem auch genug Platz für einen Leichtpickel. Am Boden gibt es ein weiteres Zusatzfach, das während der Rucksack getragen wird, von außen bedienbar ist. Dieses Fach ist mit einem Reißverschluss vom Hauptfach getrennt. Hier finden zum Beispiel Steigeisen, Harscheisen oder auch einfach nur eine Flasche Wasser ihren Platz. Auch Trinkblasen können natürlich ohne weiteres mit den Revin benutzt werden. Innen gibt es auch noch ein weiteres Fach für einen Clasp Spine Protector, der separat erhältlich ist. Und zusätzlich zum Kordelzug von oben gibt es einen zweiten Zugang ins Hauptfach durch einen seitlichen Reißverschluss, durch den zum Beispiel ein Seil, das im Rucksack transportiert wird, nach außen geführt werden kann. Ein Seil kann aber auch ganz klassisch über den Deckel und die seitlichen Kompressionsriemen außen befestigt werden. Neben dem Pickel im Sicherheitsfach bietet der Revin auch die Möglichkeit, einen Pickel außen zu befestigen. Und das Beste daran ist, dieser Pickel kann auch abgenommen werden, während der Rucksack getragen wird. Natürlich kann auch ein Helm problemlos an den Revin-Rucksäcken mittels eines Helmnetzes befestigt werden. Was macht die Revin-Rucksäcke aber wirklich aus? Und das ist für mich eigentlich das Gesamtpaket. Perfekte Passform, Top-Abfahrtsperformance, Tragekomfort, ein Protektorenfach, Leichtigkeit, technische Features für extra Sicherheit und das alles kombiniert in einem Freeride-Rucksack. Eines dieser Sicherheitsfeatures möchte ich hier aber nochmal extra hervorheben und das sind eigentlich drei. Denn die Revin bieten drei Möglichkeiten, Ski mit dem Rucksack sicher zu befestigen. Zum einen ganz klassisch im A-Ski-Fix mit den seitlichen Kompressionen und diagonal mittels eines Karabiners und Gurtbands. Die dritte Möglichkeit ist ähnlich wie die diagonale Skifixierung. Dabei können die Ski aber befestigt und abgenommen werden, während der Rucksack getragen wird. Und das ist ein echtes Plus an Geschwindigkeit und dadurch in exponiertem Gelände auch an Sicherheit. Zusammengefasst kann man sagen, dass dich die Revin sicher und schnell zur nächsten Abfahrt bringen und dir durch ihren ausgewogenen Tragekomfort und Halt den maximalen Spaß bei der Abfahrt bieten. In der Orthovox Rucksackkollektion sind sie die technischsten Freeride-Rucksäcke und vereinen einen Freeride-Look mit einer Vielzahl an technischen Features. Zu guter Letzt das Thema Nachhaltigkeit. Denn dies kommt bei den Revin-Rucksäcken natürlich auch nicht zu kurz. Sie sind CO2-neutral, PFC-frei und bestehen aus zwei Hauptstoffen, wobei der eine mit Cordura verstärkt und dadurch äußerst robust ist und der andere zu 100% aus einem recycelten Polyamid ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit den Revin bei den nächsten Abfahrten. Wir sehen uns da oben.